Heute sind wir in der Katholischen Akademie in Stapelfeld und befinden uns hier in der Küche. Neben mir steht Willi Roldes. Er ist Direktor der Einrichtung und hat sich in Bezug auf Nahrungsmittel, was die Frische, was die Qualität und Nachhaltigkeit betrifft, etwas ganz Besonderes ausgedacht. Als Katholische Akademie Stapelfeld sind wir eine Bildungseinrichtung und damit immer auch eine lernende Einrichtung. Wir haben uns gefragt, ob wir mit unserer Nahrungsmittelzubereitung auf dem richtigen Weg sind und haben das in dem zurückliegenden Jahr überprüft. Wir haben die Herkunftswege, die Qualität, auch soziale und ethische Standards für die Nahrungsmittelproduktion überprüft und daraus Konsequenzen abgeleitet für unsere zukünftige Arbeitsweise. Da haben wir festgestellt, dass Unternehmen im Oldenburger Münsterland hochwertige Nahrungsmittel produzieren und wir sind umgestiegen auf kurze Beschaffungswege. So beispielsweise kaufen wir jetzt alle Grünfrüchte und alles Gemüse beim Frischhof Lüske hier direkt in Stapelfeld, haben damit einen regionalen Wertschöpfungskreis untermauert und gefördert und erhalten hochwertige Qualität von vor Ort.